Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Psalmen, eine Einführung. Wir kommen nun ins dritte Buch der Psalmen. Also das dritte Buch umfasst Psalm 73 bis 89 und starten mit Psalm 73. 11 der 17 Psalmen dieses Teils stammen von Asaf. Die Psalmen 73 bis 83, einer davon David, Psalm 86, drei von den Söhnen Korahs, Psalm 84, 85 und 87, einer von Heman, Psalm 88 und ein weiterer von Ethan, Psalm 89. Asaf, Hesam, Heman und Ethan waren levitische Musikanten und lebten zur Zeit Davids. Siehe 1. Chroniker 15, Verse 17 bis 19. Psalm 73. Dieser Psalm behandelt dasselbe Thema wie Psalm 49 und könnte daher unter die Weisheitspsalmen eingereiht werden. Der Psalm sollte jedenfalls mit Hinblick auf das Thema Weisheit näher betrachtet werden. Asaf berichtete von den Zweifeln, die ihn beinahe überwältigt hätten, als er das Leben eines auf das Diesseitige ausgerichtete Menschen mit seinem eigenen Leben verglich. Aber dann bekannte er die Sündhaftigkeit seiner Gedanken und machte deutlich, dass der Unterschied in ihrem Los ihn dahin brachte, den richtigen Blickwinkel zu behalten. A. Das Wohlergehen der Gottlosen. Psalm 73, Vers 1 bis 14. Asaf legte zu Beginn dieses Psalmes dar, dass er beinahe ausgeglitten wäre. Vergleiche Psalm 94, 18. Und sein Vertrauen auf den Herrn verloren hätte, obwohl Gott gut ist zu jenen in Israel, die auf ihn vertrauen und ein reines Herzen haben. Vergleiche Vers 13. Der Psalmist hob seine eigene Situation hervor, indem er vier Verse mit einem hebräischen Ausdruck beginnen ließ, der mit Ich, aber Psalm 73 übersetzt wird. Sein Vergehen war der Neid auf das Wohlergehen der Gottlosen. Warum sollte es den Menschen, die sich Gott entgegenstellen, besser gehen als jenen, die ihm vertrauen? Dieses Problem wurde so groß, dass er beinahe den Glauben an Gottes Güte verloren hätte. Asaf ging auf das Wohlergehen der Gottlosen näher ein, das ihm solche Schwierigkeiten machte. Er beobachtete, dass die Gottlosen keine Schwierigkeiten zu haben schienen wie andere Menschen. Sie hüllen sich in Hochmut und Gewalt. Ihre bösen Anschläge sind unbegrenzt, Vers 7. Ihre Rede ist voller Hohn, Arg, List und Hochmut, als wenn ihnen die Erde gehörte, Verse 8 bis 9. Viele Menschen werden von ihrem Bösen tun, sie wenden sich ihnen zu, Vers 10, und von ihrem dreisten Selbstvertrauen fortgerissen. Und sie meinen, Gott könne ihre Sünde nicht, Vers 11, vergleiche Psalm 94, 7. Sorglos, Psalm 73, 4 bis 5, wie die Gottlosen sind, ergeht es diesen Hochmütigen immer wohl. Verse 13 bis 14. Asaf gestand, dass er über den Wert seiner Errettung verwirrt war. Er war bald der Ansicht, dass er sich vergeblich gereinigt hatte, vergleiche rein in Vers 1, denn aufgrund seines Glaubens an den Herrn wurde er geplagt und gezüchtigt, so wie viele Gläubige vor ihm und nach ihm machten. Asaf die Tatsache zu schaffen, dass es Gott den Gottlosen scheinbar wohlergehen ließ und den Gerechten bestrafte. B. Das Los der Gottlosen und der Gerechten. Asaf überwand seine Zweifel, indem er über das Los der Gottlosen nachdachte. Erstens erkannte er die Gottlosigkeit seines früheren Schlusses im Hinblick auf die Überlegung an. Seine Worte sind wie ein Bekenntnis, denn er wusste, welch eine Treulosigkeit seine Worte für die Versammlung sein konnten. Vers 15. Der ganze Konflikt war für ihn schmerzhaft, niederdrückend, bis er ins Heiligtum verstand. Bis er im Heiligtum verstand, was mit den Gottlosen geschehen wird. Gott wird sie auf gefährlichen Schlüpfrigen ausgleiten,
Vers 2 Grundstellen, wo sie stolpern, fallen werden. Sie werden niedergeworfen zur Vernichtung und werden plötzlich ausgerottet. Wenn Gott die Dinge ins Lot bringt, werden die Gottlosen wie Trugbilder, ein Traum und keine Wirklichkeit mehr sein. Das war das Negative. Das war die negative Seite der Lösung von Asaphs Problem. Verse 21 bis 26. Die positive Seite der Lösung war Asaphs Überzeugung von seinem eigenen ruhmreichen Schicksal. Er bekannte, dass seine Sicht durch Unverständnis getrübt worden war. Wenn er nicht so unverständig gewesen wäre, gestand er ein, wäre sein Herz nicht so erbittert worden. Sich grämen heißt wörtlich bitter werden. Verbittert heißt wörtlich stehenden Schmerz fühlen. Asaphs eigene Lage stand im Gegensatz zu dem Gottlosen, denn er wusste, dass Gott immer bei ihm war. Vers 23, ihn weise führte mit seinem Rat und ihn in die Herrlichkeit aufnahm. Vers 24, die Herrlichkeit konnte er mit Herrlichkeit übersetzt werden und bedeuten, dass Gott Asaph durch seine Schwierigkeit hindurch führte, sodass er Ehre und nicht Schande, vergleiche Psalm 4, Vers 3, in seinem Leben empfing. Zudem versicherte Asaph, dass er nichts außer Gott im Himmel und auf der Erde habe. Obwohl Asaph niedergedrückt war, war Gott doch seine Stärke, vergleiche Psalm 18, 2. Und sein Teil, vergleiche Psalm 16, 5. Es gibt Gottlose, denen es materiell gesehen wohl ergeht, aber nur der geistliche Besitz der Gerechten wird Bestand haben. Verse 27 und 28. Asaph schloss, dass diejenigen, die Gott ferne sind und die Treue gebrochen haben, vertilgt werden, aber dass jene, die Gott nahe sind, Freude und Sicherheit erlangen. Obwohl Asaph fast sein Vertrauen auf Gott verloren hätte, vergleiche Vers 2, war er sich nun wieder sicher, dass Gott ihn sicher bewahrte und seine Zuflucht war. Schutz vor Gefahr. Die Nähe Gottes hilft Gläubigen stets, eine ausgewogene Sicht der materiellen Dinge und der Gottlosen zu behalten. Eine weitere Betrachtung zu Psalm 73. Der erste Psalm in der Reihe zeigt dies deutlich. Er beginnt mit den Worten, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Der Heilige war bestürzt über die Wohlfahrt der Gesetzlosen und seine Füße waren beinahe abgewichen. Dann werden die Gesetzlosen in ihrem Wohlergehen näher beschrieben. Die große Menge des Volkes verbindet sich mit ihnen und der Höchste wird verspottet, wogegen der Gottesfürchtige fortwährend gezüchtigt wird. Er hat also vergebens seine Hände gereinigt. Doch nein, wenn er so reden wollte, würde er dem Geschlecht der Söhne Gottes treulos werden. Diesen Zustand der Dinge zu begreifen ist für den Menschen so schwer. Aber alles wird klar im Heiligtum Gottes, wo seine Gedanken offenbar werden. Wie ein Traum nach dem Erwachen werden alle Anmaßungen der Gottlosen verschwinden, sobald Gott aufwacht. Der Heilige beklagt dann seinen Mangel an göttlichem Verständnis, an den Gedanken und Gefühlen, die er gehabt hatte. Doch nach allem war er stets bei Gott. Er erfasst ihn bei seiner rechten Hand. Er leitet ihn durch seinen Rat während der Zeit des Dunkels. Und er wird ihn nach der Herrlichkeit, das heißt, wenn die Herrlichkeit offenbar sein wird, vergleiche Zacharia 2,8, aufnehmen. Das Ergebnis ist ein gesegnetes. Der Treue hat außer dem Herrn niemand im Himmel und neben ihm hat er an nichts Lust und auf der Erde. Das ist der Erfolg der Prüfung. Doch sein Herz und sein Fleisch vergeht. Das ist nichts anderes, das ist die Natur, aber seines Herzens Fels und sein Teil ist Gott auf ewig. Die beiden letzten Verse teilen das Ergebnis mit. Die Ferne von Gott sind und von ihm abweichen, werden umkommen. Aber für den Gottesfürchtigen ist es gut, Gott zu nahen. Er hat seine Zuversicht auf ihn gesetzt
als er sich nicht offenbarte, damit er alle seine Werke zählte. Erzähle, wenn die Rettung gekommen ist, denn jene, die später gesegnet werden, ohne durch Prüfungen gegangen zu werden, werden diese Kenntnis von Gott nicht besitzen. Noch eine letzte Betrachtung zu Psalm 73 in dieser kurzen Reihe. Der gottesfürchtige jüdische Überrest ist verwirrt, wenn er auf seine abtrünnigen Brüder schaut. Während er aus Israel fliehen musste, leben sie in Gesetzlosigkeit im Land und häufen Wohlstand an, Jesaja 2, Vers 7 bis 8. Obwohl jene während der Drangsalszeit in das Land zurückgekehrt sind, Psalm 73, 10, leben sie nun in offener Ablehnung gegen Gott und zeigen kein Interesse an seiner Person, Psalm 73, Vers 1 bis 12. Der Überrest beklagt sein Los. Er war bemüht, in Aufrichtigkeit vor Gott zu leben. Doch augenscheinlich hat ihm das nichts genützt. Er wurde stattdessen verhöhnt und verfolgt, Psalm 73, Verse 13 bis 16. Aber in der Hinwendung zu Gott findet der Überrest Trost im Heiligtum. Der gottesfürchtige Überrest sieht dann schnelles Verderben über die abtrünnige Masse der Juden im Lande kommen und erkennt es als eine Strafe für ihre Gesetzlosigkeit und ihren Abfall. Psalm 73, Verse 18 bis 20. Das ganze Land wurde durch die einmarschierenden Armeen des Nordens verwüstet. Daniel 11, Vers 40 bis 43. Der Überrest schämt sich nun seines anfänglichen Neides auf die Abgefallenen und vertraut angesichts seiner Rettung vor den durchmarschierenden Armeen des Nordens ganz auf den Herrn. Psalm 73, Vers 21 bis 28.